Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel. Es ist hellichter Tag. Draußen ist es, naja, neblig, aber doch relativ hell. Nur in Tamriel scheint immer noch nicht die Sonne, beziehungsweise ist es immer noch Nacht. Ich werde diese komischen Zeiten dort nie verstehen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eine Quest mit der Zuflucht gemacht. Jetzt habe ich ein kleines Problem, also Problem eigentlich nicht. Wie ihr rechts oben sehen könnt, wir haben die Quest angenommen, der Tarn spricht. Ich bin dummerweise mit dem Char weggegangen, weil ich was analysieren wollte. Und da kam natürlich, ich hätte lieber porten sollen, da kam natürlich direkt die nächste Quest, die ich dann ja automatisch annehme, wenn ich da gestanden habe. Und da kam so ein kleiner Scamp und der hat mir gesagt, nach dem Motto, du, geh zur Gilde nach Wuckelwacht, Tarn möchte mit dir sprechen. So in der Art. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Wir sind ja hier noch in Wuckelwacht, das heißt, da hinten, wo wir jetzt hinlaufen, ist die Magiergilde. Wenn ich dieses Land besser kennen würde, würde ich ihn selbst suchen. Verfaulter Feuersang! Ja, und ein paar aufgeregte Bürger sind auch hier. Wir beide haben viel zu besprechen. Nein, wir haben nichts zu besprechen. Wir haben allerdings etwas zu besprechen. Tarn. Das System der ausgezeichnet. Ihr habt meine Nachricht erhalten. Offensichtlich ist diese kleine Kreatur nicht völlig nutzlos. Unheilsbruten können so kindisch sein. Ich hoffe, ihr habt nichts Dringendes vor. Wir könnten hier eine Weile hängen bleiben. Tarn, warum seid ihr so gekleidet? Ich kann ja wohl kaum mit meinen Reichsinsignien durch die Stadt stolzieren, oder? Eure Bedenken bezüglich meines Sinns für Mode sind rührend, aber irrelevant. Ich habe euch aus einem Grund rufen lassen. Wenn wir unser weiteres Vorgehen festlegen wollen, benötigen wir mehr Informationen. Wovon sprecht ihr? Mittlerweile sollte euch bewusst sein, dass euer prophetischer Kaiser diese katastrophalen Ereignisse herbeiführte. Alles, was passiert ist, ist sein Fehler. Manimako hat ihn getäuscht. Es war nicht sein Fehler. Zugegeben, Manimako kann sehr überzeugend und charismatisch sein, wenn er will. Wir glaubten ihm, als er sagte, er könnte mit dem Amulett der Könige Warens Blutlinie ändern. Aber warum gibt ihr dann Waren die Schuld? Ihr habt Waren in Kalthafen das Leben gerettet. Im Gegenzug hat er euch angelogen, was seine wahre Identität und seine Rolle beim Seelenbruch anbelangt. Er hat euch von Anfang an manipuliert. Vielleicht wäre die bessere Frage, warum ihr Waren keine Schuld gebt. Sagt mir einfach, warum ihr mich herbeigerufen habt. Waren möchte eine neue Gruppe von Gefährten vereinen, ganz wie die einstigen fünf. Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesen erbärmlichen Schriftrollen, die er sein eigen nennt. Abergläubischer Nonsens, aber in einem Punkt hat er recht. Wir müssen Sai Sahan finden. Warum ist Sai Sahan so wichtig? Im Chaos, das auf den Seelenbruch folgte, stahl Sahan das Amulett der Könige und floh aus der Kaiserstadt. Wir werden dieses Relikt brauchen und nur er weiß, wo es sich befindet. Wo ist Sai Sahan jetzt? Er wurde von Manimakos Schergen gefangen genommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Wir müssen herausfinden, wo er festgehalten wird. Was soll ich tun? Manimako verwahrt seine geheimsten Dokumente in einem verborgenen Lager dädrischer Kultisten tief in Gratwald, in den Ruinen der Wurmwurztiefen. Wir müssen dorthin reisen und nach Hinweisen suchen. Ich werde sofort losziehen und euch dort treffen. Denkt daran, Wurmwurztiefen, Gratwald. Ich treffe euch drinnen. Ich habe ein paar Fragen. Wenn ich Titanenkinds gehaltloses Geprahle ertragen kann, dann überlebe ich sicher auch eure ganz gewiss lehrreichen Ausführungen. Fahrt fort. Erzählt mir mehr über euch selbst. Nun, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Ich bin der Kanzler des Ältesten Rats und der Oberherr von Nibenai. Aber von allen meinen Titeln ist mein Familienname der bedeutsamste. Tarn. Wir sind das größte Adelshaus, das bereits seit zahllosen Jahrhunderten am kaiserlichen Hof vertreten ist. Eine Familie von Politikern? Politiker? Ein grobes und unpassendes Wort, um unsere Pflichten und unser Erbe zu beschreiben. Die Tarns berieten Könige und Kaiser, etwas, das bis zurück in die erste Ära nachgewiesen werden kann. Wir verstehen das Auf und Ab der Macht. Was wird jetzt mit euch geschehen? Ah, der Haken an der Sache. Angesichts meiner
zeitlich unpassenden Lossagung ist davon auszugehen, dass meine Familie ihre Ländereien verlieren wird. Und während wir sprechen, wird der Name Tarn wohl bereits aus jedem Dokument des kaiserlichen Archivs getilgt. Ich verabscheue es, auf der Verliererseite der Geschichte zu stehen. Habt ihr wirklich alles verloren? Redet nicht so selbstgefällig daher. Das ist ein Rückschlag, mehr nicht. Indem ich mich mit euch verbünde, werde ich das Kaiserreich aus den Klauen Manimakus befreien. Das Kaiserreich ist alles, was mir etwas bedeutet. Ich werde tun, was auch immer nötig ist, um sein Fortbestehen zu sichern. Ist eure Tochter nicht die Kaiserregentin? Clivia? Sie ist in Manimakus Tasche wohlgebettet, zusammen mit meinem Neffen, Javad. Ich bezweifle, dass sie meinem Verschwinden einen zweiten Gedanken zukommen lässt. Ah, meine liebe Clivia, ein so liebes Mädchen wurde zu einer so skrupellos ehrgeizigen Frau. Ich habe sie gut erzogen. Ja, er ist stolz auf eine skrupellos ehrenlose Frau. Ehrenwerte Frau. Hier drüben. Wir beide haben viel Nein, wir machen immer noch nichts gemeinsam. Wir machen immer noch die Hauptstory. Verstehe es endlich. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Nein, mit dir kann ich jetzt auch nicht reden. So, in den Wurmwurzeltiefen sollen wir suchen. Das heißt, dass wir jetzt erstmal zum Wegschrein reisen. Und dann schaue ich mal, ob ich da direkt einen Wegschrein. Naja, direkt einen Wegschrein dürfte ich da nicht haben, aber den in Gratwald müsste ich normalerweise frei haben. Von da aus müssten wir dann halt die paar Meter runterreiten. So, ja. Wir müssen hochreiten, nicht runterreiten, genau. So, dann schauen wir mal. Wir sind ja relativ schnell da. Durchsucht ruhig meine Bündel. Ihr werdet nichts finden. Diese ist auch unschuldig. Bei mir werdet ihr auch nichts finden. Kein Geld, kein Gold, kein sonst was. Vielleicht ein wenig Mehl, was ich unterwegs mitgenommen habe, aber ansonsten gar nichts. So, Knoblauch. Knoblauch ist immer gut. Knoblauch kann man immer gut gebrauchen. Also das so als Tipp, diese Stelle hier vorne, die kann man gut und gerne ausrauben ist das falsche Wort. Gut und gerne nutzen, um seinen Vorrat aufzufüllen. Dieser Ort stinkt schlimmer als die Zuflucht. Ja. Wir müssen trotzdem hineintarnen. So, anscheinend ist noch jemand anderes hier. Das heißt, dass ich mich mal ein wenig beeile. Vorne nehme ich meistens immer so die Sachen, so wie jetzt. Weil das einfach das ist, wo man reinkommt, wo man direkt alles schnappen kann und dann weiterziehen kann. Hier ist definitiv schon jemand gewesen, weil die ganzen Gegner hier vorne sind weg. Das heißt, dass ich mich jetzt ein bisschen beeilen werde. In der Hoffnung, dass das noch nicht so lange her ist. Na, oder doch. Na gut. Oder derjenige oder diejenige ist halt eben nur da hinten hingegangen und nicht hier vorne hin. Oder es ist gerade wiedergekommen in dem Moment. Das kann natürlich auch sein. Ihr werdet mich nicht brechen, König der Würmer. Ich kann und ich werde. Wo ist das Amulett der Könige? Ihr werdet nie den Willen eines Sohns Yokudas brechen. Ich spucke auf euch. Also, Saisahan ist am Leben und wurde noch nicht gebrochen. Ein wichtiger Punkt in der Tat. Aber wo wird er festgehalten? Ja, das gilt es herauszufinden, Tarn. Das war das Falsche. Chimmel Adapal. Das Amulett der ruhmreichen Könige. Ein Artefakt der Göttlichen. Regierungssymbol der Kaiser von Cyrodiil. Und der Schlüssel zu meinem Aufstieg. Und dennoch entzieht es sich mir. Seine Macht zu nutzen, um die Kalamität unseres Zeitalters heraufzubeschwören, war berauschend. Es macht mir die grenzenlosen Möglichkeiten bewusst, die dem offenstehen, der stark und furchtlos genug ist, um es für seine eigenen Ziele einzusetzen. Das Amulett hat die Macht zu erschaffen oder zu zerstören, aber es hat auch die Macht, den durch Seelenbruch angerichteten Schaden ungeschehen zu machen und den Riss in der Barriere zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens zu heilen. Ich muss es zurückhaben,
bevor irgendein Narr das wiederherstellt, was gebrochen bleiben muss. Er weiß, dass wir das Amulett benutzen wollen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir müssen Sister Han retten, bevor man ihn mürbe macht. Ja. Das wussten wir schon vorher, Tan. Da muss man sich einmal ein Haar aus dem Gesicht rausfischen. Und genau in dem Moment müsste man eigentlich blocken. Na toll. So, dann gehen wir weiter hoch. Wir gucken auch mal, vielleicht ist der Boss auch gerade noch da. Bei dem würde ich schon ganz gerne mitmachen, wenn wir schon mal gerade im Verlies sind. Und hier alles durchmetzeln. Hier auf dem Weg sollte man auch immer die Bücher lesen. Okay, ich habe zwar nur einmal gedrückt, aber ist okay. Dann nochmal zwei verschiedene Skills gerade benutzt. Kein Thema. So. Bleib stehen, dich kriege ich auch noch. Ich mag keine Tremora. Weg mit dir. Ja, der ist gerade da, sehr schön. Hey Basti, du bist Tank. Du sollst eigentlich den Gegner tanken. Und ein guter Tank zieht niemals den Gegner auf die Gruppe. Nur, dass du das weißt. So. Dadurch sind wir jetzt die Erforscherin geworden, weil wir den Typen da platt gemacht hatten. Also den Verliesboss. Das wollte ich nicht anklicken. So. Der eiserne Wille des Rotwardonen kann nicht mit gewöhnlichen Verhörmethoden gebrochen werden. Körperliche Qualen scheinen nutzlos zu sein. Daher habe ich den Daedra befohlen, Sister Han in die Hallen der Qual zu bringen. Die Herzogin wird überaus erfreut sein, einen neuen Gast zu haben. Sein Fleisch ist stark, aber vielleicht wird ihre geistige Folter ihn brechen. Ich bin schon zu weit gekommen, um zu erlauben, dass so ein Emporkömmling von Schwertmeister meine Pläne vereitelt. Ich werde das Amulett finden. So oder so. Das sind die Informationen, die wir gesucht haben. Ja, und hier dann nochmal eben am Rande ein kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt den Rest des Weges nicht alleine laufen wollt, dann solltet ihr Tan jetzt da noch nicht ansprechen, weil der wird nämlich so lange bei euch bleiben, bis ihr ihn angesprochen habt. Nee, Tan, ich wollte dich jetzt nicht lernen. Und ja, also hier, glaube ich, kommen normalerweise keine Gegner, aber davor kommt dann nochmal ein Gegner. Das ist jetzt kein übermäßiger Gegner, ne? Das ist halt so ein normaler Gegner, wie hier im Verlies auch. Aber wenn ihr da theoretisch Tan dabei haben möchtet, dann könnt ihr ihn halt mitnehmen. Bis nach hier vorne ziehen. Da lag er übrigens gerade. So, und dann könnt ihr euch hier verabschieden, beispielsweise. Tan? Du bist heute irgendwie ziemlich dolle. Kann das sein? Endlich. Sister Han wurde in die Hallen der Qual gebracht. Ja, toll. Endlich. Wisst ihr, wo das ist? Oh ja. Es ist das ruchloseste Gefängnis von Kalthafen. Die Daedra in den Hallen der Qual greifen tief in die dunkelsten Stellen des Verstandes eines Gefangenen ein und quälen ihn mit Visionen von den Dingen, die er am meisten fürchtet. Das klingt sehr nach dem, was Lyris zugestoßen ist. Es ist eine effektive Taktik. Die Daedra verhöhnen unsere emotionalen Bande und die Erinnerungen, die unser eigenes Ich ausmachen. Sie haben für sowas keine Verwendung. Sie sind unsterblich. Es ist unmöglich, Daedra zu töten. Nach einer Weile gewinnen sie einfach wieder Gestalt. Wir müssen Sister Han retten. Könnt ihr uns in die Hallen der Qual bringen? Natürlich kann ich das. Ich bin Abnur Tarn. Aber zunächst muss ich erst noch einige weitere Nachforschungen anstellen. Geht zurück in die Zuflucht und erzählt Waren, was wir entdeckt haben. Ich werde dort sein, sobald ich die notwendigen Vorbereitungen getroffen habe. Nun gut. So, dann verabschiedet sich Tan nämlich. Wir können dieses Portal leider nicht nutzen. Was ich schon sehr frech finde, weil Tan hätte ja wenigstens fragen können, ob er uns mal kurz ein Portal öffnen soll, damit wir wieder zurückkommen. Aber nein, der gute Tan wollte das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt entweder zu jemandem hinporten, der in Auridon jetzt in dem Fall ist, oder wir müssen halt den Weg hier wieder zurücklaufen. Bis zu dem Wegschrein und uns dann hinporten.
Ich nehme die Variante des Zurückreitens. Unschwer zu erkennen. Und normalerweise kann man hier auch schon mal ein, zwei Nirnwurz finden auf dem Weg. Heute haben wir natürlich wieder nicht das Glück. Dann geht's ab nach Auridon. Wo wir auch direkt in die Zuflucht übrigens reinpotten können. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Beziehungsweise davor porten können, aber wir sind dann direkt da. Das finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool, weil gerade am Anfang sind es doch wieder ziemliche Laufstrecken, die man dann immer hinter sich bringen muss. Und wenn man dann direkt hier reinporten kann, beziehungsweise so davor porten kann, finde ich das ziemlich gut. So, Fisch haben wir heute nicht, essen dürfen wir heute nichts mehr. Dann sprechen wir mit Waren. Basti, kannst du dich mal woanders hinstellen? Ein unerwarteter Besuch. Was führt euch hierher, Entseelte? Tan und ich haben herausgefunden, wo Saisahan festgehalten wird. Endlich! Wo können wir ihn finden? In einem Gefängnis in Kalthafen, das man die Hallen der Qualen nennt. Gut gemacht. Ich werde sofort damit beginnen, einen sicheren Weg durch die Hallen der Qual zu suchen. Gibt es sonst noch etwas? Ich wollte eigentlich sagen, dass der Fluss fließt und wir nur Sklaven seiner Strömung sind. Aber ich bin mit Rätseln und Metaphern fertig. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin kein Prophet. Ich bin nur ein törichter alter Mann, der einen flüchtigen Blick auf die Weisheit der Schriftrollen erhascht und es überlebt hat. Also ich finde Rätseln und Metapher sehr schön. Aber ihr könnt einen Pfad durch die Hallen der Qual finden, oder? Wenn Tarn zurückkehrt, werden wir unsere Mittel vereinen. Wir werden schon bald einen Weg durch diese Hallen der Qual finden. Ja, und wir halten den Ring der Familie Tarn, der gibt uns Magiekraft und maximale Magika. Den könnte ich theoretisch austauschen. Ja, der ist ein Ticken besser als der, den ich jetzt gerade habe. Und wir bekommen eine starke Glyphe des Lebens und natürlich einen Fertigkeitspunkt. Ja, ansonsten haben wir leider nichts mehr zu tun für diese Folge. Ich würde trotzdem dann sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Auch wenn die Folge heute etwas kürzer ist als eigentlich gewohnt. So dass wir dann einen schönen Übergang haben in der nächsten Folge, wenn wir dann die nächste Quest annehmen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like und du darfst mich auch gerne abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast.